Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Löwenblitz Ausgabe 4 vom Sonntagsspiel der Löwen Frankfurt gegen Herforter e.V. Die Gäste waren vor dem Spiel auf Platz 2 und damit der direkte Verfolger der Löwen. Alles vom Spiel und noch einiges mehr sehen wir jetzt hier in der Sendung. Und natürlich wollen wir auch die Löwenaktion am 12. Dezember unterstützen, die vom Rüdiger Storch ins Leben gerufen worden ist. Sie heißt Wir leben. Was es damit auf sich hat, werden wir jetzt gleich erfahren. Ja, es ist erstmal das letzte Heimspiel in diesem Jahr für die Löwen gegen unseren Lieblingsgegner, gegen Neuwied. Und gleichzeitig präsentieren wir das neue Löwenlogo, die Weltpremiere des Löwenlogos am 12.12. Sonntag, 18.30 Uhr hier bei uns in der Eissporthalle. Und es kommt auch noch ein Überraschungsgast. Tja, leider hat Rüdiger uns nicht verraten, wer der neue Überraschungsgast sein wird. Aber es darf natürlich fleißig spekuliert werden. Und vielleicht gibt es ja dann auch neue Trikots, denn Lions sind out und müssen nur noch deswegen herumgetragen werden, weil es nichts Neues gibt. Alles weitere über diese Aktion unter der Löwener Homepage www.löwen-frankfurt.de. Für die Löwen ging es an diesem Wochenende darum, sich den direkten Verfolger Herford vom Leibe zu halten. Wie das Spiel gelaufen ist, sehen Sie jetzt. Die Party geht weiter. 2:0 das Endergebnis gegen Herford. Natürlich ein weiterer positiver Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. Doch Löwentrainer André Jaufmann war nach dem Spiel nicht ohne Sorgenfalten unterwegs. Leider, ich habe jetzt wieder im ersten Drittel zwei Spieler Verletzungen gekriegt. Mit Steffen Schnürer, Andreas Kalbe und Julian Roros fallen damit eventuell drei weitere Stürmer aus. Und auch Michael Schwarzer lag schon im ersten Drittel auf dem Eis. Doch der Publikumsliebling konnte schließlich weitermachen. Der anvisierte Sieg brauchte allerdings seine Anlaufzeit. Im ersten Drittel keine Tore, nicht zuletzt wegen der stabilen Abwehrleistung der Herforder Gäste, die wenig Chancen zuließen. Es war auf jeden Fall ein Arbeitssieg, weil die Tore, direkt im ersten Drittel haben wir überhaupt kein Tor geschossen. Normalerweise schießen wir drei Tore pro Drittel. Uns war vorher schon klar, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Das hat man über 60 Minuten hingesehen. Und wir sind jetzt froh, dass wir die drei Punkte geholt haben, auch wenn es eine knochenharte Arbeit war. Das erlösende 1:0, vorbereitet durch Michael Schwarzer, fiel in der 37. Spielminute durch einen Schlagschuss von Daniel Körber. Doch diese Führung brachte keine Ruhe ins Spiel der Löwen. Im Gegenteil. Keine zwei Minuten später, das Herford Nils Bohle aus dem Gewühl heraus mit dem Anschlusstreffer für die Gäste. Doch die Frankfurter im Glück. Die Schiedsrichter versagten diesem Treffer die Anerkennung. 1:0 daher, weiter die knappe Führung zu Beginn des letzten Spielabschnitts. Doch die Gastgeber jetzt wegen einer Herforder Strafzeit in Überzahl und diese wurde genutzt. Daniel Körber zunächst mit dem Schlagschuss, pariert von Jakob Lamers. Doch der Puck bleibt im Spiel, Anton Knies reagiert am schnellsten und befördert die Scheibe ins Netz der Herforder zum 2:0 in der 43. Spielminute. Damit war das Spiel entschieden. Beide Teams allerdings nicht begeistert vom eigenen Spiel. Ja, ich denke mal, sie haben defensiv sehr gut gespielt, haben Räume eng gemacht, aber wir kamen auch nicht richtig ins Spiel, haben uns schwer getan, die Beine waren schwer, es lief irgendwie nicht viel zusammen. 2:0. Das ist ja kein Monstersieg, aber egal, die Punkte sind bei uns und das ist ja wohl die Hauptsache. Vielleicht geht's euch genau wie mir und ihr kennt noch nicht alle Spieler so gut. Deshalb will ich euch heute mal einen genauer vorstellen. Er trägt die Nummer 22 und war am Sieg maßgeblich beteiligt. Für viele Fans sind die Namen und die Gesichter auf der Löwenbank noch nicht so vertraut wie ehemals bei den Lions. Doch auch bei der jungen Truppe von André Jaufmann findet sich schon ein alter Haudegen, der bereits Bundesliga- und DEL-Erfahrung mitbringt. Sein Name? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann, muss ich passen. Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Der heute spielt, ja? Ich spiele eben erst gekommen, ich habe die Aufstellung gar nicht gesehen, aber weiß nicht. Der Daniel Körber. Der hatte am 8.11. Geburtstag, das ist der Herr Daniel Körber. Ja. Stimmt, der Herr Daniel Körber ist's. Und auch wenn die meisten mit der Vergangenheit der Nummer 22 nicht allzu vertraut sind, seine gegenwärtigen Leistungen für die Löwen sind sichtbar und werden wahrgenommen. Naja, da ist so ein sehr guter Drang zum Tor. Man merkt gleich, dass er auch schon DEL-Erfahrung gehabt hat. Und ich denke, er kann die Mannschaft schon weiterbringen. Also er hat seine Stärke, er weiß, wie das Team zu motivieren ist und so weiter. Er kann die Mannschaft motivieren und auch mit hochnehmen, wenn es auch mal schlecht steht. Er hat sehr viel Erfahrung, er hat Übersicht, er kann das Spiel leiten und es macht schon enorm viel aus.
Ganz ähnlich sieht auch Trainer André Jaufmann den Einfluss des Angreifers auf sein Team. Er kann Überzahl beruhigen, diese Leute, alle fünf auf dem Eis. Er kann gute Pässe machen und hat gute Schuss. Alles das konnte die Nummer 22 der Löwen auch beim Spiel gegen Herford wieder beweisen. Er erzielte das so wichtige 1:0 im zweiten Spielabschnitt. Und im Schlussdrittel konnte Jakob Lamers, der Goalie der Gäste, seinen Schlagschuss nicht entscheidend abwehren. Die Folge: der Siegtreffer der Löwen. Doch seine Rolle im Team beschreibt der dienstälteste Spieler der Löwen eher bescheiden. Ich bin ein Glied wie jeder andere in der Mannschaft. Ja, es geht natürlich nicht, wenn jetzt einer irgendwie denkt, er hat hier irgendwelche Allüren oder wie auch immer. Ja. Das heißt, der Trainer hat das Kommando. Natürlich versuche ich, meine Erfahrung einzubringen. Ist ganz klar. Ja. Vielleicht bin ich in dem einen oder anderen Moment ein bisschen ruhiger wie der andere. Aber ansonsten, ich meine, wir spielen alle zusammen. Ja. Ich bin ein Glied von allen und wir haben damit sehr viel Spaß und auch Erfolg. Ja. Wo glaubst du denn, kannst du am ehesten als erfahrener Spieler auf diese junge Mannschaft einwirken? Ja, vielleicht gerade in so Situationen, wo es vielleicht ein bisschen eng ist. Ja, gerade bei 0-0 nach dem ersten Drittel, zweite Drittel waren ein bisschen besser. Den Jungs vielleicht ein bisschen zusprechen. Ja, gerade auch bei Überzahl vielleicht so ein bisschen die leitende Figur zu spielen. Ja, und eben die Jungs dann unterstützen, ja, und mit einem guten Vorbild vorangehen. Ja. Was glaubst du denn? Wir haben einige Mannschaftskameraden gefragt. Was glaubst du denn, was sie über dich gesagt haben? Dass ich wahrscheinlich wesentlich älter bin wie der Rest, ja. Der führt uns so ein bisschen ein, so ins Profi-Hockey, wie man sich verhält. Den Trainer gegenüber, den Vorstand. Wir hatten ja noch nie irgendwie so eine Situation, wo wir so viele Fans haben. Und deswegen ist Körber auf jeden Fall ein wichtiger Führungsspieler von uns. Der Mann hat einfach Erfahrung, ist ein super Typ, ist ein absoluter Teamplayer. Nicht wie man es von so Spielern erwartet, dass sie hier die Alleinikows machen, sondern er gibt alles fürs Team, er stellt sich da komplett in den Dienst. Auf jeden Fall eine super Bereicherung für uns. Er strahlt eine Riesenruhe aus als ehemaliger Profi, hilft uns ungemein durch seine Ruhe, die er einfach mit aufs Eis bringt. Ist schon wichtig, auch erfahrene Spieler im Team zu haben, besonders wenn es, wie an diesem Wochenende, mal ein bisschen enger wird. Ja, man glaubt es kaum, aber es gibt ja einen Ex-Profi bei den Lions, den Daniel Körber. Der hat jetzt praktisch seinen Beruf zum Hobby gemacht, denn der war früher Profi in Mannheim, in Kassel, in, wo war er noch, auf jeden Fall in der halben DEL. Hat er dann eigentlich vor 3 Jahren aufgehört, komplett mit Eishockey, weil er sich einen Betrieb aufgebaut hat und ist jetzt natürlich mit dieser Erfahrung so ein bisschen so der Lenker auf dem Eis. Was zeichnet ihn als Spieler aus? Du als Eishockey-Fachmann weißt da sicherlich was zu sagen. Ja, man muss sich nur an die Spiele vom letzten Jahr erinnern. Also seine technischen Möglichkeiten sind natürlich, das sieht man auch auf dem Eis, natürlich um einiges besser, auch wenn ihm das Tempo fehlt, logischerweise ohne Training. Er hat natürlich die Erfahrung und er hat die Ahnung für die Laufwege. Das ist natürlich der Riesenunterschied zwischen der Amateurliga und der Profiliga. Wie wichtig ist so ein Spieler für so ein junges, relativ unerfahrenes Spiel, auch vor dem Hintergrund dieser Kulisse? Das kommt sicherlich darauf an, wie groß der Druck in einzelnen Situationen ist. Aber ich glaube, gerade am Anfang, als das keiner richtig einschätzen konnte, vor dem Publikum hier, hat er natürlich bestimmt auch beruhigend einwirken können auf die Spieler. Ob das jetzt mal in der Pause war auf dem Eis oder auch in bestimmten Spielsituationen. Das glaube ich schon, dass er da sehr wertvoll für die Mannschaft ist. Wie die beiden Trainer das Spiel gesehen haben, schauen wir uns jetzt an. Meine Damen und Herren! Liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ich begrüße unseren Gast aus Herford, Anton Weisgerber. Herzlich willkommen. Und der Trainer der Löwen Frankfurt, hätte ich fast Frankfurt Nein gesagt, André Jaufmann. Ja, wie du falsch. Ja. Herr Weisgerber, Ihr Fazit vom heutigen Spiel? Ja, wir haben zuerst ein wenig Spiele gehabt. Natürlich, Frankfurt ist die bessere Mannschaft gewesen und besser besitzt. Vom Spielmaterial, ja, so, wenn man so sagen kann. Aber meine Jungs haben sich gut verkauft und ich bin stolz auf sie. Ja, gut, können Sie sagen? André? Oh, ja, gut. Wegen erster Drittel eigentlich war nicht so optimal gelaufen. Aber nachher, zweiter und dritter Drittel war schon ein bisschen besser und Überzahl besser gelaufen. Leider wieder, ich glaube, schon im ersten Drittel wieder 2 Verletzungen gekriegt. 2 Spiele schon wieder weg. Leider ist es so. Aber sonst, ich habe gewonnen 2-0, vielleicht ein überragendes Spiel, aber das sind ganz wichtige Punkte für uns. Wie sehen Sie die Chancen für Herford, die ersten 3 Plätze zu erreichen? Man muss realistisch sein. Ja, Platz 4, das wird super sein. Ja. Muss man realistisch sein. Ja. Erstes,
erstes Jahr. Und wenn du bis jetzt bist mit 16-jährigen, 17-jährigen Spielern, brauchst du nicht träumen. Also der vierte, fünfte Platz. Also die Liga, ja. Mannschaft so viel stärker wie Neue Wien zum Beispiel verliert hat wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, in Darmstadt. Also ja, die haben einfach dumm gespielt. Und Darmstadt auch bei uns verloren, 3-8, ja. In Darmstadt ist es verloren, das ist einfach dumm gelaufen. Ja. Kommt manchmal so Zeit. Also die Mannschaften könntest du vielleicht packen, aber Platz 2 oder 3, ist das ganz unrealistisch? Oder? Ich glaube, ich bin nicht mehr so, muss man nicht auf die Sache gucken. Die Frage, Herr Hoffmann, Sie haben jetzt 9 Punkte Vorsprung und noch ein Spiel, glaube ich, weniger, wenn ich richtig gerechnet habe, als der Verfolger. Nee, ich glaube, gleiches Spiel gut. Bitte? Gleiches Spiel. 8 Spiele, ja. Ja, aber 9 Spiele, 9 Punkte über Vorsprung jetzt, gell? Stimmt. Ja. Ja. Ja, aber den nächsten Freitag spielen wir. Der nächste ist der Troisdorf. Ach, Troisdorf, ja, die haben. Erika Spieler und die kommen nach Lang. Ja, das stimmt. Aber gut, sie haben einen großen Vorsprung auf Platz 4 für ihn verliert schon. Das ist ja der entscheidende Platz, wo die Grenzen da zwischen 3 und 4. Wie sicher kann man denn schon sein? Oder ist das alles noch zu früh? Ist aber viel verletzt jetzt, wie Sie sagen. Haben Sie noch Angst, dass nochmal ein Einbruch kommen könnte aufgrund des kleinen Kaders? Ja, gut, meiner Meinung nach muss man auf dem Boden bleiben. Wie kann man nicht sagen, was ist großer Abstand? Das alles kann passieren. Meiner Meinung nach Neuwied und Troisdorf, sie kommen noch. Und Troisdorf eigentlich wenig Spiele gemacht und 2 Spiele gegen uns. Meiner Meinung nach alles offen. Wann spielen wir bis Weihnachten? Wann kriegt man so großen Abstand in Weihnachten? Kann man schon was irgendwie da Rechnung machen oder sowas. Aber bis jetzt eigentlich, ich habe einen guten Start gemacht. Also ich finde, unser Trainer könnte ja schon ein bisschen optimistischer sein. Immerhin sind die Löwen nach diesem Sieg immer noch souveräner Tabellenführer. Und dann hat er auch noch nachgelegt und gesagt, dass er für die Aufstiegsrunde... Ach, schaut euch einfach selber an. Und nach dem Weihnachten ist klar, wir muss man schon Verstärkung kriegen oder machen wir Gespräche. Aber es ist Seite vom ganzen Vorstand und von Michael Bresacke viel telefoniert und spricht mit einem oder mit anderen Spielern. Ist eigentlich nicht so einfach, aber Verstärkung brauchen wir schon. Naja, mal sehen. Bis zur Aufstiegsrunde ist es ja noch eine ganze Weile hin. Jetzt erstmal die Übersicht vom Wochenende. Die Spiele vom Wochenende. Iserlohn gegen Darmstadt 7:3, Herford gegen Troisdorf 1:8. Diese beiden Spiele vom Freitag. Darmstadt gegen Neuwied 5:6, Troisdorf gegen Netfen 3:6 und Frankfurt, wie gesehen, gegen Herford 2:0. Frankfurt damit souveräner Tabellenführer, kann die Führung sogar noch etwas ausbauen mit 21 Punkten und der Herforder e.V. durch die beiden Niederlagen von 2-4 gestürzt am Tabellenende der RSC Darmstadt. Das war's erstmal von diesem Wochenende. Die Löwen sind weiter auf dem Weg in die Aufstiegsrunde und ich melde mich, wenn ich kann, am nächsten Wochenende wieder mit Bildern vom Auswärtsspiel aus Herford. Allerdings ist Herford sehr weit weg und das Spiel beginnt auch erst um 21 Uhr. Ob das was wird, weiß ich noch nicht genau. Aber am 28.11. zum Auswärtsspiel aus Darmstadt bin ich spätestens wieder für euch unterwegs. Ach ja, und es wäre nett, wenn ihr ein bisschen Feedback in Form von Kommentaren unter meiner Sendung hinterlassen könntet. Hab sonst keinen blassen Schimmer, was ich anders machen könnte. Das war's für heute, bis bald, euer Felix.